Herr Schmidt, welche Lösungen zum Universalarchiv bieten Sie an? Wir haben unterschiedliche Lösungen zum Universalarchiv bei uns im Produktportfolio. Wir haben ein Universalarchiv für den medizinischen Einsatz und auch für den gesamten Verwaltungsbereich. Jetzt hier auf der CONET ist eigentlich so, dass eher der medizinische Part im Fokus der Anwender steht und deswegen schauen wir auch, dass wir den medizinischen Teil heute so gut wie möglich präsentieren können und nehmen da auch jetzt neue Produkte mit hinzu, wie eine strukturierte Befundung im Bereich Endoskopie, in der Pathologie, in der Onkologie und schauen da auch, dass wir da die kardiologischen Inhalte mit EKG-Systemen dann mit hinzubekommen und durch die strukturierte Befundung die Anwender unterstützen. Das sind eigentlich so die Neuerungen im Universalarchiv in unserem Produktportfolio. Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Inwieweit haben Sie Ihre Produkte, insbesondere die digitale Patientenakte, auf die aktuellen Anforderungen abgestimmt? Ja, also auch uns hat das Thema getroffen da mit der Datenschutzgrundverordnung und haben versucht, da unsere Kunden auch mit der Software zu unterstützen. Wir haben gerade im Login- und Logging-Bereich deutliche Erweiterungen mit eingeführt, sodass auch jedem bewusst wird, dass eben die Zugriffe auf eine digitale Akte auch mit protokolliert werden. Und diese Protokolle werden dann in der Software direkt gespeichert, sodass dann in einem Datenschutzverstoß dann auch die Möglichkeit besteht, nachzuvollziehen, wer hat wann was gesehen. Bitte stellen Sie Ihre Lösungen zu Enterprise PACS vor. Ja, Enterprise PACS, der große Name. Wir sind so lange schon im PACS-Business unterwegs. Das Enterprise PACS haben wir letztendlich vor 3-4 Jahren in die Entwicklung gegeben und haben gerade im Hintergrundbereich, im Backend, geschaut, dass wir da die Infrastruktur so schlicht wie möglich bauen, aber auch gut sicher das Ganze aufgebaut haben, sodass wir eine gute Verfügbarkeit haben und dann auch die Dienste auf unterschiedliche Systeme verteilen. Und das merkt man natürlich dann auch im Frontend, also der Anwender, der hat da eine deutliche Performance-Steigerung, welche wir dann auch unterstützen können, gerade bei speziellen Hanging-Protokollen, die deutlich umfangreicher geworden sind. Die können wir jetzt auch hier in der Software dann direkt mit anwählen. Und so besteht dann auch die Möglichkeit, live irgendwelche Daten neu zu berechnen. Und das sieht man hier an der Software, wenn man zum Beispiel die Dicke der Schichten neu definiert, dann geht es live in der Software, indem man hier einen Schieberegler einfach erweitert und man hat dann auf dem Viewport dann auch die Dicke der Schicht neu berechnet. Vielen Dank, Herr Schmidt.